jetzt mal hier rein, würde ich sagen. Hey, scheint sehr gut klarzukommen. Jetzt entspann dich erstmal und sieh dich um. Megalo war ja ganz okay, aber richtig cool sind eigentlich diese Premium-Shops hier. Die haben einfach alles, was du dir an Tuning-Teilen vorstellen kannst. Fehlt dir nur noch das nötige Kleingeld. Aber du kannst dir ja schon mal ein paar Anregungen holen. Hey, tausch deine Serienteile gegen Nachrüstparts aus, um deinem Wagen mehr Power einzuhauchen. Ja. Rüste auf, indem du das Seriensteuergerät gegen einen Tuning-Chip austauscht. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Jedes Upgrade hilft dir also, deine Pferdchen besser auf den Asphalt zu bekommen. Bau dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in Kurven viel besser. Nitro ist die Portion extra Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. Irgendwie muss deine Power ja auf die Straße, also zieh ein paar neue Reifen auf und sorge für den ultimativen Grip. Denk dran, mit besseren Bremsen verkürzt du deinen Bremsweg. Mit einem Leichtbau-Kit speckst du deinen Wagen ab und hast mehr Topspeed. Mehr reicht der Zaster leider nicht mehr. Ach Mist, ich hätte noch zum Prüfstand fahren können. Zum Glück hatten wir nach dem Tuning abgespeichert, weil kurz darauf hatte die Spieldatei wieder mal ihr Hobby gezeigt und sich wieder aufgehangen. Also es ist manchmal echt zum Ausflippen. Okay, also alle drei Rennen scheinen hier im Stadtkern zu sein, beziehungsweise im ersten Stadtbereich, der freigefahren wird. Ja, ihr werdet euch sicherlich fragen, warum ich noch nicht die Bremsen gemacht habe. Das liegt ganz einfach daran, ich habe erstmal vor, die Drifts zu machen. Und da geht es erstmal darum, möglichst was an Speed rauszuholen und nicht gut bremsen zu können. Also von daher. Ja. Ach du Schande. Naja, was soll's. Schauen wir mal. Und da muss es ja doch sein.
Na gut, ist ja doch ganz gut gelaufen. Machen die Tuning-Teile also schon ein bisschen was her, glaube ich. Ach, das war ja noch gar nicht da drin. Hat gar nicht so sehr drauf geachtet, bloß ungefähr die Ecke habe ich mir ausgeguckt. Woher da waren ein paar Stück. Mit einem Stunt ins Ziel oder was? Also das war fies, ganz ehrlich. Die sollen mir mal das Auto zeigen, was so ein Stunt in echt hinlegt. Mann, nicht schon wieder! Das ist doch zum Kotzen hier! Komm aus dem Arsch! Oh! Was soll die Scheiße, verdammt noch eins? Das reicht mir sauer! Es ist doch zum Kotzen, kannst du glauben. Ey, das ist doch überhaupt... Das kann nicht sein, das ist nicht normal. Und diese blöde Karre umher springen muss. Als ob es keinen Morgen gibt oder so. Na toll, nochmal diese drin. Wahrscheinlich diesmal in die andere Richtung. Yep. Wenigstens sind hier keine Autos. Das ist ja schon mal was. Okay, also wenn ich gegen die Wind so sauber antreten kann, dann denke ich mal, schaffe ich jetzt auch die... der Dreikreis, was da noch übrig ist.
Mist. Jawoll, so muss es aussehen. Das nenne ich das schon mal einen Unterschied. Komplettierungsstatus? Nee, das interessiert mich nicht. Mist! Der hat ihn in verlorenen gezählt. Was soll's? Also können wir uns nur noch an die 100% annähern, diese aber nicht mehr erreichen. Ich hätte meinen Testmanager rausgehen sollen aus dem Spiel. Dann hätte es klappen können. Lobst du echt allen Ernstes, dass ich direkt vor so einem Ding da ein Rennen annehme? Aus, Alter. Also kämpfe oder lass es bleiben wie all die anderen. Hey, Kleiner, tu doch nicht so, als wäre das für dich ein Rennen gewesen. Wach auf, Junge! 10 Uhr schon. Mann, hör doch mal auf zu lecken hier, du blödes Spiel! Ey, ich könnte kotzen, Mann! Also langsam glaube ich, du bist echt parteiisch, weißt du das? Och ja, jetzt krieg ich dich doch mal hin, echt! Was haben wir denn jetzt? Alter, mach! Alter, ich fahr erst wieder, wenn du dich wieder hingekriegt hast hier. Da hatte ich hier zum zwischendurch echt nur 8 Frames, Alter. Das ist da zum Kotzen. Das kann ja wohl gar nicht sein. Ja, nun krieg dich ein, Mann! Ich möchte echt mal wissen, was der nebenbei alle Türkühe zu melken hat. Das kann doch nicht normal sein. So. Schauen, ob es jetzt besser ist. Jo, alles klar, Alter? Hast du schon gehört, dass in Beacon Hill ein Rennen starten soll? Sollen so ein paar Nasen mit mehr Kohle als Hirn sein. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Falls du irgendwas hörst, kannst du es...